Ich fange schon mal an. Wer ist Porsche-Fahrer? Ey, keine Scham. Das muss man sich. Was für ein? 944er. Ah, einen ganz alten. Naja, wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden. Jetzt. Ja, genau. Den 944er, weiß nicht, wer das weiß, hat ja Porsche fast in Ruin getrieben. Der 924, 944. Haben Sie mal was probiert, was Sie nicht hätten probieren sollen? Ja, mein Vortrag, die 20 Minuten. Was haben Nissan und der Porsche 911 gemeinsam? Vielleicht kannst du mitreden bei dem 944. Klickst du mal? Es sind aus meiner Perspektive zwei zeitlose Meisterstücke. Es ist einfach ein Masterpiece. Der 911er als Sportwagen hat am meisten gewonnen, ist der beste Sportwagen, auch der meistverkaufteste Sportwagen aller Zeiten. Das war einfach ein riesen Entwurf. Und das InDesign mit seiner offenen Architektur, wie es Ingo schon gesagt hat, war auch ein Riesenentwurf. Natürlich gibt es da so Anfangsschwierigkeiten, aber es sind zeitlose Meisterstücke. Was macht ein 911er überhaupt zum zeitlosen Meisterstück? Kannst du klicken, ja? Es ist erstmal ein markantes Design. Das Design wurde im Grunde nicht geändert. Und das seit den 60er Jahren. Und das ist eine gehörig lange Zeit. Man erkennt den ersten 911er genauso wie heute im modernen 911er. Das zweite ist, es ist ein Heckantrieb und ein Boxermotor. Es war damals eine große Entscheidung, die haben angefangen mit einer Luftkühlung und dann haben sie irgendwann mal, sind sie auf Wasserkühlung umgestiegen. Das war eine lange Diskussion bei Porsche, ob sie ihrer Kundschaft diesen Change überhaupt zumuten können von einem Luftkühlungsmotor zum Wasserkühlungsmotor. Aber das ist auch eine der Kriterien, warum der Sportwagen zeitlos ist. Er hat einen markanten Sound. Die Porsche-Fahrer hören, die 911er-Fahrer hören das, ob es ein 911er ist oder nicht. Es ist ein typisches Sitzen. Also das Sitzen und die Sitzposition, die man hat und wie man dann praktisch auf die Motorhaube schaut, ist ganz, ganz speziell und das ist seit dem 911er gleich. Und seit dem ersten 911er gibt es 5 Rundinstrumente. Die 2, 3, 4 eckig, immer 5 Rundinstrumente. Das macht den 911er zu einem zeitlosen Produkt. So. Nach meiner These, der 911er ist zeitlos und InDesign ist zeitlos, stellt sich natürlich die Frage, was macht InDesign zu einem Meisterstück und zu einem zeitlosen Meisterstück? Wird mit der Printsuite gemacht, Hoffmann-Kataloge, auch mit Made-to-Print, die PDFs, ist dort im Einsatz. InDesign ist ein universelles, nee, so schnell bin ich jetzt nicht. Ich weiß, ich muss minus 5 Minuten, Ingo, der treibt mich durch meinen Vortrag. Wahnsinn. InDesign ist ein universelles, pixelgenaues Layout-Werkzeug. Man kann eigentlich alles damit machen. Einen komplexen Werkzeugkatalog, eine toll gestaltete Anzeige, Marketingunterlagen. Jetzt hast du Kinder. Vielleicht nicht vom Anfang, nicht von einer Innovation, aber es ist heute das weltbeste Typografie. Hat die beste Typografie und Layout-Funktionalität. Das, was heute alles automatisch geht an perfekten Satz, ist unglaublich. Das ist, denke ich, einzigartig in der Welt. Danke. Es war schon immer integriert, oder fast von Anfang an, in Photoshop, Illustrator und so weiter, natürlich auch in dem PDF-Workflow und natürlich schon seit einigen Jahren immer mehr auch in die Cloud-Services von Adobe. Ich vermute mal, da wirst du auch noch ein paar Sachen erzählen. Also es ist stark integriert in die Adobe-Produktfamilie. Das ist auch einzigartig.
Okay. Und schon angetönt auch in der Diskussion bei den Kollegen, ich glaube, das hat uns alle motiviert, überhaupt auf InDesign zu gehen. Es ist offen und es ist ausgerichtet für ein Partnerökosystem. Das ist sicherlich auch in dieser Ausprägung, auch in der technologischen Umsetzung einzigartig. Die Kernfrage für Adobe und für uns alle ist, was ist die Zukunft eines zeitlosen Produktes? Wenn es zeitlos ist, warum muss sich was ändern? Ich habe heute ein Wort gehört, naja, es ist eigentlich perfekt, es ist ein Arbeitstier und erledigt seine Arbeit. Also warum enorm investieren, neue Innovationen reinzubringen? Ich finde, das ist eine sehr, sehr valide Frage bei einem Masterstück, das zeitlos ist und eigentlich heute nach dem Pareto-Prinzip eigentlich alles abdeckt, was man braucht und eigentlich viel mehr, was man eher nicht braucht. Okay, ein Monitor geht noch. Ja, ich weiß, warum wir jetzt hier nicht Zeit haben. Das ist super. Man muss sich im Klaren sein, was das Produkt ausmacht. Ich fahre mit meinem 911er, übrigens ich bin Fahrradfahrer, nur dass wir keinen falschen Eindruck entstehen. Ich fahre mit meinem 911er nicht ins Gelände, das mache ich genau dreimal, das erste, letzte und das einzige Mal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man auch das eine oder andere Abenteuer, das InDesign gegangen ist, hin zu digitalen Kommunikation, ob es DPS oder andere Dinge sind, das hat nicht funktioniert und aus meiner Sicht einfach daran, dass das Produkt dafür nicht ausgerichtet ist. Es ist natürlich immer so ein Reflex, ein menschlicher Reflex, dass man sagt, ah, wenn das alles super funktioniert, warum kann es nicht noch mehr? Aber ich glaube, bei so einem zeitlosen Meisterstück muss man sehr genau darüber nachdenken, was es ist und an welchen Schrauben ich drehe und vor allem, was ich gefälligst nicht tue. Okay? Ah. Wir haben ein Schriftenproblem. Ist ja PowerPoint. Ist ja nicht InDesign. Was ich damit sagen wollte. Okay. Das mit dem Blinken war nicht vorgesehen. Wenn Sie eine neue Idee verbreiten wollen, sagen die Psychologen, darf diese neue Idee nur zwei Dinge radikal ändern. Wenn Sie etwas Neues bringen und mehr als zwei Dinge ändern, also was die im Erfahrungsschatz der Menschen ist, wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, sagen die Psychologen. Die Psychologen sagen, eins ist zu wenig, zwei, maximal drei, aber nicht mehr. Übertragen auf InDesign heißt es, dass man sich einerseits überlegen muss, was wirklich einfach weitergeführt wird im Sinne einer Evolution, Verbesserung und was wirklich innovativ ist und eher weniger Innovation als zu viel. Denkt an den Porsche ins Gelände fahren. Was die Zukunft und die Vision aus ist, müssen wir uns als erstes zuerst mal darüber unterhalten, wie die Porsche-Fahrer aussehen und was das für Leute sind. Ingo hat es ja schon in der Fragerunde gesagt, wie viel Power-User es gibt, wie viel User da wirkliche Experten sind, wie viel so einigermaßen sind und wie viel, sage ich mal, sehr wenig mit dem Programm zu tun hat. Ich glaube, dass der Trend ganz eindeutig zum DAO-User geht. Wenn ich mir die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen anschaue, ist das vielleicht noch 3 Minuten. Das klassische Erlernen läuft über Videos im YouTube zu schauen, also muss das, und wir haben natürlich mit InDesign ein absolutes Expertenprogramm, da haben wir sicherlich einen absoluten Gap, an dem man arbeiten muss. Ist das zu klicken? Vereinfachung, Simplifizierung ist eigentlich das Stichwort. Und wenn man sich heute anschaut, hat InDesign tausende von Funktionen, ist war ja schon so, wo man gesagt hat, naja, eigentlich verwenden die Leute nur 20%.
genau das, was sie brauchen. Und ich glaube, in die Richtung geht ihr auch mit den Properties-Paletten, dass InDesign intelligent wird, die Funktionen zu reduzieren, die ich gerade in meinem Arbeitskontext brauche, und alles andere in den Hintergrund gedrängt wird. Das, denke ich, ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, um InDesign den neuen User-Kreisen, also ich sag mal jetzt, ein größerer Teil ist ja hier schon ein bisschen älter als 35, dass wir auch, dass InDesign auch für junge User-Gruppen attraktiv ist. Das zweite ist, jetzt gehe ich weg von, ist okay, gehe ich weg von Porsche, das ist natürlich ein Tesla mit dem autonomen Fahren. Und das ist aus meiner Sicht Komplexität, die die Aufgabenstellung hat. Web2Print ist eigentlich ein Vorläufer, wo man nämlich Komplexität vom Anwender weggenommen hat und Regeln eingeführt hat. Das Konzept ist nicht neu. Aber ich denke, das wird ein immer größerer Punkt werden, dass wir durch Automatisierung Komplexität reduzieren. Ist irgendjemand hier was an den Folien aufgefallen? Abgesehen, dass einmal die Schrift nicht geladen war. Irgendwas? Waren die Layouts okay? No? Microsoft Auto Services. Ja, genau. Bingo. Alle Layouts in dieser Präsentation bis zu diesem Zeitpunkt wurden vollautomatisch erstellt durch die, ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe dann nur Schriftgrößen verändert, aber ich habe ganz bewusst die Design-Ideen von PowerPoint genommen. Also Sie haben hier gerade eine Präsentation gesehen, die vollständig durch einen Cloud-Service von Microsoft erstellt wurde. Ich habe mich nur noch auf eine Sache konzentriert. Ich habe mir natürlich meine Storyline überlegt. Ich habe mir meinen Text geschrieben. Ich habe ein Bildmotiv gesucht oder zwei, die meine Storyline hinterlegen und verdeutlichen. Und dann habe ich das einfach auf meine PowerPoint geworfen. Und dann habe ich einfach aus fünf oder sechs Varianten eine ausgewählt. Normal friedlich immer bei meinen Präsentationen, aber da einmal habe ich heute jetzt ganz bewusst mal anders gemacht, um ein Beispiel, ein Live-Beispiel zu illustrieren, wie wie Komplexität reduziert werden kann. Ich musste mich nicht mehr um eine PowerPoint-Folie kümmern. Ich habe mich auf das Wesentliche, in dem Fall Kreativität, konzentriert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in die Richtung InDesign geht, dass man natürlich, wenn das Microsoft kann, frage ich mich, warum das nicht Adobe kann. Aber das sind ja schon Dinge ja schon im bereits eingeführt, und da wird ja jede Menge Dinge kommen. Okay, Komplexität reduzierende Automatisierung. Es ist, für mich ist InDesign ein universell pixelgenaues Layout-Werkzeug für analoges und digitales Papier. Also digitales Papier ist für mich PDF. Was ist Papier? Papier ist ein Medium, wo die Breite und die Höhe vorgegeben ist. Also ich muss auf einem begrenzten Platz Informationen darstellen in einem attraktiven Layout. Das ist die Aufgabenstellung von InDesign. Wenn ich mit einem HTML-Werkzeug arbeite, ist das ein völlig entgegengesetztes Konzept, weil ich Regeln definiere, dass es auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet und auf meinem PC funktioniert. Das sind diametral entgegengesetzte Konzepte. Und alles das zu verheiraten, halte ich für vollständig unmöglich. Deswegen mein Statement, es ist ein Layout-Werkzeug für analoges und digitales Papier. Und wenn es im Papier ist, im Digitalen, ist es ein Kanalwerkzeug. Es ist ein Werkzeug für den Printkanal. Jetzt ist es so, dass 80% der Kommunikation digital ist und 20% der Kommunikation, sagen wir mal, Papier und PDF. Also wird eine der wesentlichen Herausforderungen sein, das InDesign als Kanalwerkzeug in einen Prozess zu integrieren, der alle Medien bedient. Da sind die Systeme, die wir heute gehört haben, arbeiten eigentlich daran oder sind Teil einer solchen Lösung,
InDesign in einen übergeordneten Multi-Channel-Prozess zu integrieren. Und das sind für die kommende Diskussion, die wir jetzt hoffentlich sehr interaktiv mit meinen Kollegen führen, nochmal meine Statements. Eher Evolution statt Revolution bei einem zeitlosen Produkt. Eine intelligente Vereinfachung unserer Tätigkeiten. Sicherlich eine stärkere Integration in die Adobe-Produktfamilie, ich denke auch in die Marketing-Cloud. Also nicht nur in dem Creative-Cloud-Umfeld. Das ist sicherlich ein ganz großes Thema. Es bleibt ein Werkzeug für den Printkanal. Die Integration in den Multi-Channel-Prozess ist wesentlich. Und aus den unterschiedlichsten Gründen wird Automatisierung eine höhere Bedeutung bekommen, weil es muss immer schneller gehen, es wird personalisierter, individualisierter. Die Anzahl von Dokumenten, die wir erzeugen, sinkt ja nicht. Die steigt ja massiv. Und dazu brauche ich Automatisierung, ob das jetzt Skriptlösungen sind, Workflow-Systeme, Web-to-Print-Systeme, Remote-Publishing-Systeme, Publishing-Systeme wie die Print-Suite, aber Automatisierung erhält eine größere Bedeutung aus meiner Sicht. So, dann bin ich fertig und danke für die Aufmerksamkeit.